Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Ligaspiel gegen Bispar 29. Wir starten gleich mal mit Kapitän Tobias, wie ich hier sehe. Und schauen wir uns mal das Königreich zusammen an und was wir uns für Strategien überlegen wollen. Erstes analysieren wir nach Entsorgern, wie immer. Haben wir einen Ausgesetzten zum Entsorgen? Den können wir natürlich auch mit Kapitän Tobias spielen. Das ist eine starke Kombi. Ausgesetzter sowieso ziemlich stark. Sonst sehe ich nichts. Wir haben außerdem Angriffe. Miliz ist ein Angriff. Ja, das war es auch schon. Wir können Karten immer für Pluskauf plus eine Münze spielen. Welche Karten sieht man noch? Zum Kartenziehen können wir Stallungen benutzen oder Wanderen und ein Dorf. Ja, das ist noch die Frage. Ja gut, wir haben eigentlich ein gutes Dorf. Wir haben Thronsaal, Kapitän Tobias, Vertrag, Wagenrennen. Das dürfte funktionieren. Um schnell auf 6 zu kommen, wollen wir einen Silber und einen Ausgesetzten. Wir haben auch den Stadtstaat als Art Dorf. Da können wir, müssten wir noch einen Gefallenmarker sammeln. Für 5 werden wir aber wahrscheinlich eher erstmal Stallungen holen, bevor wir hier Vertrag holen. So, er fragt kurz, wie ich mit den Andus vorgehe. So, ich hole mir natürlich den Ausgesetzten. Ah, er hat eine Miliz. Das ist eine gute Sache. Okay, jetzt könnten wir hier natürlich 6 erreichen. Haben leider kein Anwesen. Frage ist, ist es schlimm, wenn wir nicht 6 erreichen? Dann erreichen wir wahrscheinlich 5. Und es ist wahrscheinlich besser, einen Kapitän zu kriegen, als ein Kupfer zu entsorgen. Wäre es ein Anwesen? Gut, dann hätte ich auch nicht die Chance gehabt. Dann hätte ich es natürlich gemacht, aber es ist kein Anwesen gewesen. Ein Anwesen ist es nicht gewesen. Gut, hier machen wir das so. Hoffentlich ziehen wir Kapitän Tobias jetzt nicht tot. Okay. Und holen uns einen Thronsaal. Denn die Miliz spielen wir mit Kapitän. Ja. Und können uns dann hier gleich noch einen Kapitän kaufen. Perfekt. Er hat eine Stallung sich geholt. Wir machen hier einen Ausgesetzten auf das Anwesen. Dann Wagenrennen. Ach, Kapitän gefunden. Kriegen wir einen Punkt. Und wow. Machen wir noch einen Miliz-Angriff hier. Können uns noch einen Kapitän kaufen. Es sind so viele gute Karten da. Es wird wahrscheinlich nie schlecht sein, Kapitän zu spielen. Klar, Thronsaal ist irgendwann alle, aber egal. Oder? Hier könnten wir für eine Aktion spielen, dass wir hier eine Aktion kriegen mit unserem Kapitän. Oder wir machen Thronsaal. Dann haben wir Thronsaal, Thronsaal Ausgesetzter. Das ist doch auch ganz gut. Wagenrennen. Ne, wir machen Thronsaal. Spielen. Thronsaal. Ausgesetzter. Spielen. Spielen den zweiten Thronsaal auf dieses Wagenrennen. Spielen's nochmal. Okay, wir haben zwar keinen Kapitän, aber wir holen uns noch einen Kapitän. Was hat der Gegner eigentlich gekauft? Ein Wagenrennen. Na, das ist doch okay. Zack, zack. Ablegen. Wir haben ihn leider nicht angegriffen. Er kommt trotzdem nicht auf 5. Wow. Erstaunlich. Wir haben keinen Kapitän gefunden, weil die alle 3 unten lagen. Na gut. Machen Thronsaal. Spielen auf Kapitän. Jetzt spielen wir einmal einen Wagenrennen. Und spielen nochmal einen Ausgesetzten. So. Jetzt spielen wir hier. Ja, gute Frage eigentlich. Weil wir wollen eigentlich ja angreifen.
So. Dann kommen wir halt auf 3 diese Runde. Ist okay. Jede Runde angreifen ist mir etwas wichtiger irgendwie, weil das gibt mir einen guten Vorsprung. Wir machen erstmal jetzt ein Wagenrennen. Ja, hier ist leider nur ein Kupfer. Okay. Dann haben wir jetzt die zwei Aktionen nämlich. Jetzt können wir einen Ausgesetzten machen. Und dann die Miliz. Und wir können noch eine Aktion spielen. Ach, der erste war das, dann den, den wir doppelt gespielt haben. Das ist ja unglaublich, Thronsaal und Kapitän. Das sollten wir öfter machen. Kapitän mit Thronsaal auf. Das ist ja unglaublich. bin völlig von den Socken. Machen wir natürlich einen Thronsaal und spielen damit ein Wagenrennen. Und einmal hier Affe. Dann Wagenrennen. Ich glaube aber nicht, dass hier was kommt, aber wir können zumindest Thronsaal, Kapitän Tobias, das jetzt hier loswerden mit dem. Und spielen noch eine Aktion. Welche lohnt sich inzwischen noch? Minnesänger ist wahrscheinlich noch am besten. Oh, Gold ablegen. Ja, das ist doch interessant. 3 ablegen für ein Gold. Und wir haben es auch gleich gefunden. Okay. Und holen uns noch einen Kapitän und ein Wagenrennen. Aber wir haben noch nicht so viele Siegpunkte bekommen mit den Wagenrennen. Was wird schon noch? Er hat eigentlich noch einen Haufen Kupfer im Deck. Und wir haben jetzt gute Kupfer entsorgt. So, der spielt natürlich jetzt Thronsaal auf Wagenrennen. Da ist mal wieder ein Punkt. Und der zweite spielt Thronsaal spielen auf Wagenrennen. Alles Punkte. Sehr gut. Jetzt sind wir auch in Führung. Dann machen wir hier wieder Thronsaal auf Miliz. Und spielen noch ein Wagenrennen. Gut, jetzt haben wir wenigstens Kupfer hier, was wir entsorgen können. Wagenrennen. Aber da war, glaube ich, nichts mehr groß. Und jetzt spielen wir nochmal Thronsaal auf den und machen Minnesänger. Können uns was nehmen, was bis zu 4 kostet. Ja. Wanderin können wir noch spielen. Nimm einen Silber. Okay. Wir holen uns den Kauf hier. Und holen uns Kapitän und Provinz. Wir legen das und das hier ab. Kupfer wollen wir loswerden. Und eine Provinz können wir eventuell mit Wagenrennen aufdecken. Das ist sowieso nice. Jetzt machen wir erstmal Thronsaal auf Ausgesetzten. Und dann Affe. Wir wollen das ja hier nicht entsorgen. Dann Thronsaal auf Wagenrennen. Er hat wieder was. Also krass, dass er nie Kupfer auf dem Deck hat. Aber okay, wir haben, sind recht weit in Führung sowieso. Jetzt spielen wir eine Miliz. Und noch ein Wagenrennen. Und noch Thronsaal. Also hier ist noch drauf zu achten. Ich möchte nicht mit einem von den Kapitänen meinen Kapitän Thronsaalen. Deswegen mache ich das nämlich auch nicht, weil sonst bleiben die noch eine Runde liegen. Das ist dann nicht mehr ganz so toll. Okay, das ist schön. Kann ich noch was spielen? Es hört ja gar nicht mehr auf. Den hier. Kauf. Schön. Hier kann ich jetzt aber Thronsaal auf den machen. Thronsaal spielen. Kapitän Tobias. Minnesängerin. Spielen. Minnesängerin. Brauche ich nicht mehr entsorgen. Jetzt kann ich noch erneut spielen.
Thronsaal spielen, Wagenrennen spielen. So, hier ist die Provinz, also mache ich das Wagenrennen auch noch und hole mir Kapitän, Kapitän. Okay, das war echt ein glückliches Spiel. Es lief, ja, das wäre jetzt nur noch ein bisschen ein paar Züge gegangen, war normaler Undo, nicht Undo, normaler Resign hier, hätte ich auch gemacht. Das ist halt manchmal, wenn man früh auf 6 kommt bei diesen Kapitänspielen und der andere schafft es nicht, dann ist es, ist mir auch schon passiert, dann kann man nichts machen. Also kein Problem hier bei ihm gewesen, hat er nichts falsch gemacht. Nächste Runde. Wir können entsorgen mit Graf, Spitzhacke, Mittelsmann. Und wir können eine Menge Punkte machen. Was haben wir hier? Das ist, wo wir rein... Oh, okay, das ist stark. Man kann beim Mischen Karten nicht mitmischen für eingefallen. Das macht den Mittelsmann recht gut, aber 5-2 Start. Da will ich dann wahrscheinlich doch eher mit Graf spielen. Er holt sich Hochzeit zum Start. Interessant. Ich werde hier nichts kaufen, denn ich habe nicht genug Aktionen für Burggräben und Angriffe gibt es auch nur in schwachen. So, wir mischen uns jetzt mal die Anwesen raus, aber eigentlich wollen wir die Anwesen entsorgen, also mischen wir uns die Kupfer raus. Kann jetzt auch völlig schief gehen. Okay, naja gut, das ist nicht, hat nicht so gut geklappt, aber wir haben, also es hätte schlimmer sein können, wenn wir jetzt den Graf nicht finden, das war schon okay. Nimm Kupfer Hand entsorgen, in dem Fall immer das Kupfer nehmen, dann liegt es nicht auf dem, auf dem Deck, sondern im Ablagestapel. So als kleinen Tipp nebenbei. Oh, das war jetzt glücklich, wir hatten nur eine Chance, den Graf zu ziehen und haben ihn gefunden. Ja, machen das jetzt hier wieder. Und das ist jetzt super. Ich weiß nicht, warum wir hier Big Money spielen, Hochzeit Big Money oder was. So, zwei ablegen. Plus 3 und dann holen wir uns Piratin oder Banditin. Wir fangen mal an mit Bandit, um uns Gold zu holen. Wir können damit sein Gold treffen. Spitzhacke, okay. Wir machen das jetzt mal so, dass wir auf den Nachziehstapel legen, die Banditin, und nochmal die Hand entsorgen. Dann haben wir richtig gut aufgeräumt. Können jetzt zwar die Runde nicht viel machen, aber werden dann jetzt hier jede Runde ganz gut was nehmen können. Haben Gold sogar getroffen, perfekt. Auf Nachziehstapel die Banditin und wir holen uns jetzt eine Piratin. Weil die können wir aktivieren mit unserem eigenen Graf oder vom Gegner. Wenn der sich jetzt eine Geldkarte holt. Mit unserem eigenen Bandit, meine ich, können wir sie aktivieren. Mal gucken, was er jetzt kauft. Gärtnerin, okay. Und wir holen... Vorboten. Den Mittelsmann kann man auch Karten ziehen. Vielleicht ist er dann interessant. Wir nehmen uns jetzt eine Spitzhacke. Spielen Bandit, die haben wir hier eigentlich hauptsächlich dafür, weil wir sie zu einem Dings machen können. Jetzt kriegen wir hier den Kauf. Haben schon 2 Fünfer, können uns noch Gärtnerinnen holen. Okay, entsorgt Gold in Schwert. Okay, wir spielen hier keinen Graf mehr. Vielleicht wäre auch der Graf eine gute Entsorgung gewesen. Vielleicht kann ich nochmal rückgängig machen. Graf wäre was Gutes zum Entsorgen gewesen.
Dann machen wir das so. Dass wir das hier ablegen. Und spielen Bandit. Entsorgen den Graf. Kriegen eine Rätselschatulle, okay. Die spielen wir aber die Runde nicht und wir holen uns jetzt eine Königstruhe. Das Schwert ist natürlich eklig als Gegenkarte, als Angriff, den wir gegen uns jetzt hier haben. Hier unten ist Pirat, okay. Schade. Es wäre eine nette Sache gewesen. Oh, wir wurden angegriffen. Können es eh nicht entsorgen, oder? Können wir es entsorgen? Kugel kann Geldkarte aus dem Ablagestapel spielen. Na, wir legen das Kupfer ab. Spielen wir was hier? Spitzhacke vielleicht? Ja. Noch eine Rätselschatulle. Na gut. Und holen uns eine Gärtnerin. Ah, Schild. Schild ist gut. Kann er dreimal spielen, wow. Dang it. Was holen wir uns? Spitzhacke. Bandit, Bandit. Nicht Bandit, Gärtner, Gärtner. Und wir machen jetzt Königstruhe auf Spitzhacke, um hier den mal loszuwerden, das Kupfer loszuwerden. Und wir können uns nochmal was Besseres aussuchen als das. Ob es besser ist, weiß ich jetzt nicht. Zauberrolle. Billige Karte nehmen und gleich spielen. Könnte eine Gärtnerin werden. So, Juwelen, Rätselschatulle, Kugel. Ja, wir werden eh angegriffen. 12, Gärtnerin und Königstruhe. Ach, wir wurden nicht angegriffen. Okay, ach doch. Jetzt werden wir aber nicht angegriffen, soweit ich weiß. Oh, außer das passiert. Ah, nicht wenn das passiert. Ja, dann sind wir, haben wir nicht genug Karten. Aber jetzt hat er schon zwei Schwerter. Na toll. Bitter. Jetzt holt er eine Provinz mit drei Punkten dazu. Ne, mit einem Punkt dazu. Er hat sogar noch Anwesen im Deck, oder? Nee. Wo hat er dann die zwei Punkte her? Die drei Punkte hat er. Er hat sich schon mal was gekauft, oder? Verwirrung. Ach ja, die Hochzeit. Die Hochzeit. Jawohl. So holen wir uns Gold. Wir können jetzt Kugel spielen, um den Mittelsmann zu spielen. Zack, Gold entsorgen. Oder Spitzhacke entsorgen. Wir machen mal Gold entsorgen für 6 Karten. Genau. Dann machen wir Königstruhe, Königstruhe. Rätselschatulle. Nichts beiseite legen. Spitzhacke können wir noch dreimal spielen.
Aber wir wollen, glaube ich, nur. Wollen wir die alle drei entsorgen hier? Ja. Wir können auch eventuell das entsorgen, was wir kriegen. Stab ist nice. Und dann Juwelen. Ziege. Okay, und jetzt spielen wir noch dreimal. Ja gut, jetzt ist es eigentlich egal in dem Fall. Neun Käufe. Das und eine Hochzeit? Nee, Herzogtum. Fertig. Mal gucken, ob wir jetzt vom Schwert getroffen werden. Müsste eigentlich. Das ist natürlich dann schade für unsere ganzen Sachen, aber ja gut, wir wussten, konnten zumindest die Pirate noch ausspielen. Uff, 27. Krass. 30. Alter. Zum Glück nur drei Gärtnerinnen in dem Zug. Keine Ahnung, wie viele er hat. Das ist echt verrückt hier. Schwierig. Mit sieben Käufen kann er, glaube ich, nicht das Spiel beenden. Nee, da sind Stapel noch zu voll. Kann natürlich Haufen Punkte machen. Aber mit der Gefahr, dass ich dann beende, ne? Das ist halt gut für mich. Glücklicherweise keine Verbindung zum Spielserver. Nee, da ist er. Und er holt sich einen Haufen Herzogtümer. Und noch ein Herzogtum, Vorbote, Mittelsmann. Okay, diese Taktik von mir. Dann holen wir uns jetzt das Gold, weil es die stärkste Karte ist, die wir zum Mittelsmann benutzen können. Genau. Zack, jetzt Mittelsmann. Wir können auch die Kugel Mittelsmännern. Das ist vielleicht noch eins besser als Gold. Hier ist nämlich nichts abgelegt mit der Kugel, was wir unbedingt bräuchten, glaube ich. Wir haben abgelegt. Gold und Spitzhacke, ja gut. Plus Karten. Königstruhe, Königstruhe. Da ist noch eine Kugel. Kugel. Spitzhacke. Und sorgen wir mal den Mittelsmann. Plus Kauf, plus Dings. Plus Kauf, plus 3 Geld. Rätsel, Schatulle. Nichts beiseite legen. Nichts beiseite legen. Nichts beiseite legen. Und noch dreimal die Zuchtziege. Nichts entsorgen. Schade, dass wir nicht den Stab haben. Dann hätten wir noch. Nochmal. So, wenn wir jetzt 20. 31. Das ist ja irgendwie eins zu wenig, wa? Für vier Provinzen verrückt. Acht Herzog ist es auch nicht genug für die ganzen Anwesen. Wenn ich jetzt Provinz und dann die drei Herzogtümer und die Anwesen kaufe. Hier unten ist auf jeden Fall Stab. Mittelsmann ist hier nicht mehr.
aber ich könnte Mittelsmann aufs Deck legen. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass er nicht so viele Gärtnerinnen ins Spiel kriegt. Dann wird es nämlich leicht schwerer für ihn zu beenden. Und keine Königstruhen-Kombi. Das Königstruhe auf Königstruhe, das hatte er doch schon letzten Zug. Kann ja nicht schon nochmal passieren, oder? Mit zwei Stück. Ich habe ja drei. Er ist der, der nur zwei hat. Okay. Sieht so aus, als ob er keinen Gold hat. Gärtner. Mittelsmann auf die Spitzhacke. Oder auf den, aufs Herzogtum wahrscheinlich. Für Karten. Okay. Dann könnten wir Königstruhe auf Stab machen. Falls wir hier mit dem noch was ziehen. Nee, okay. Dreimal gespielt, dann haben wir, glaube ich, genug, oder? Zuchtziege, nichts entsorgen. Gold, das, wir könnten noch, aber wir müssen nichts entsorgen. Ach, wir müssen sogar was entsorgen. Na gut, dann entsorgen wir halt das hier. Hammer, ne, dass wir den doch nicht vorher hatten. Der wäre ja nice gewesen. Okay, das war ein verrücktes Spiel. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis gleich.